Schon im ersten Teil unseres Videos haben wir in der Kultserienkiste gekramt und einiges über den Werdegang der Stars aus die Schwarzwaldklinik nach ihrem Serienaus erfahren. Wie es schauspielerisch für Klaus-Jürgen Wusso nach die Schwarzwaldklinik weiterging, das haben wir auch bereits geklärt. Aber was macht Sascha Heen, also dessen Seriensohn Dr. Udo Brinkmann, eigentlich heute? Nach seinem Engagement in die Schwarzwaldklinik wurde Sascha Heen in der ZDF-Serie Frauenarzt Dr. Markus Mertin zum Gynäkologen, bis er von 2014 bis Januar 2019 als Kapitän Viktor Burger das Traumschiff durch die TV-Landschaft navigierte. Fun Fact am Rande: Genau wie die Schwarzwaldklinik entstammt auch das Traumschiff einer Idee von Wolfgang Rademann. Auch auf dem Traumschiff Platz nahm Gabi Dohm, die in die Schwarzwaldklinik Schwester Christa spielte. Und generell scheint es beim Blick auf ihre Filmografie, als wäre Dohm auch nach ihrer Zeit als Krankenschwester der seichten Unterhaltung treu geblieben. So war sie Teil verschiedener Rosamunde Pilcher, Inga Lindström sowie Uta Danella Filme und der Serie Um Himmels Willen. Aber leichte Kost hin oder her, der Serienstar ist auch immer mal wieder in spannungsgeladeneren Produktionen wie Polizeiruf 110 oder Helen Dorn zu sehen. Anders als Gabi Dohm hatte Barbara Wusso in die Schwarzwaldklinik einen Familienvorteil. Schließlich war es Papa Klaus-Jürgen Wusso, der für die Zuschauer Professor Brinkmann zum Besten gab. Hier konnten wir die attraktive Schauspielerin in der Rolle der Lernschwester Elke bewundern. Heute liest sich ihre Filmvita ähnlich wie jene von Gabi Dohm. Ein bisschen Rosamunde Pilcher, zwischenzeitlich gespickt mit Krimis. Und noch etwas finden wir wieder. Seit 2018 verkörpert Barbara Wusso auf dem Traumschiff Hoteldirektorin Hanna Liebold als Nachfolgerin von Heide Keller. Sicherlich gäbe es hier noch einige legendäre Charaktere aus die Schwarzwaldklinik, denen wir uns widmen müssten. Denn jeder einzelne Darsteller hat die Serie zu der Erfolgsgeschichte gemacht, die sie bis heute ist.